Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Na, neue Katzendame hier. Was heißt neue? Hat sich's rumgesprochen, hier ist Shea. Na? Ja. Ja, wir warten hier auf den, wie mein Mann heute hier gesessen hat beim Kinderschminken. Heute Abend kommt er. Da sage ich, ja, nee, der hat doch gesagt, heute Nachmittag. Ja, mein Mann hat mal wieder recht. Hat nämlich gesagt, hat abgesagt. Er hat nicht abgesagt. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ruf den mal an, den Schreiner. Nicht, dass er wieder denkt, er kann nicht kommen. Ja, dann sagt er, er kommt in einer Stunde. Das war um 15 Uhr. Jetzt ist gleich 17 Uhr. Ja, könnt ihr wissen, ägyptische Zeit, so ist es hier. Cool bleiben. Vielleicht kommt er heute gar nicht. Am Anfang sagt er, er kommt morgen. Mein Mann sagt, nein, du musst heute kommen. Wie viel Mal soll man noch mit dir ausmachen? Ja, keine Ahnung. Und wir haben uns entschlossen, wir fahren doch nach Luxor, gell? We go to Luxor. I saw it. Who broke it? Ja, das Ding ist kaputt. Und der Gärtner, and when the gardener will come? Allah, man ist hier egal, bad sein. Wadin, ja, nia. Ala, I close my telephone just for your Rex, you I make the callings. Mhm. Also, der hat auch wieder gesagt, er kommt in einer Stunde und das war vor 2 Stunden. Hör mal auf. Das ist horrible. Mm. Wo sind die? Die sind schon wieder ins Bett gegangen. Guck mal, da ist die andere Katze. Da ist nämlich das Katzenhaus. Die springt jetzt gleich da hoch. Ja, spring. Geh mal Mäuse fangen in dem Rattenhaus da. You go to the Bersim. You finish? Ach was, du go to the Bersim. You go already or what? You went? Not, I will go in the morning. What you do now with this? My bar the children full of stone. I say to them, bring it away, nobody bring it. Khalas. Oh, you poor man. I'm so sorry. Should I help you? Yeah. Should I help you? Yeah, yeah. I just say this in the video and then I close it and do nothing. What you think? Not that the people say I make nothing. Fürs Video sage ich immer. Guck mal, die Blasse, der Hechler wieder. Wo ist die andere? Er? It's good. Waha. Wallahi. The best Rus ever I eat in my life. The expensive Rus. The best Rus you eat in your life? Yeah. Really? Wallahi. It was without love. I just put mach ohne Liebe den Reis. I don't know, you know. Really, it was. Little bit. From the boha, the shorba. Even the boha was very good. And the sidr bukra will be more better because the lahma is full softy. Mm. Ja, ich habe nämlich heute die Hähnchen. Kind of the best to make it in the shorba, not in the pot. La, don't say this. You don't try it in the salsa. Ich habe nämlich heute was Neues gemacht. Man muss halt immer, ich will immer in der Suppe kochen, das Fleisch. Ich habe die. Also, nee, Prinz, wenn ich schwätze, hältst dein Schnabel. Ja, erstmal nach Eiern gucken. Ich habe nämlich heute. Ah, da sind schon wieder Hühnereier dazwischen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Moment. 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 23, ja, wann hockt ihr endlich? Also nee, ich schließe jetzt nicht mehr ein, die kriegt ja ein Schleudertrauma da drinne. Ja, ich habe heute Suppe gemacht, Hähnchen, also 4 Entenschenkel. Und dann habe ich 3 Entenbrust genommen und die habe ich in der Salsa-Soße im Ofen gemacht für morgen, weil ich koche doch nicht jeden Tag, bin doch nicht behämmert. Gell, Penny? Bin nicht blöd. So, dann warten wir mal auf den Fuzzi. So, Leute. Wo sind die? Sind die schon schlafen gegangen? Leute, wir haben so einen milden Winter. Wahnsinn. Guck mal, die sind beide drinne. Einmal Licht an. Und die andere ist da hinten. Oh, schön. Ja, wir haben jetzt auch schon einen Auftrag gegeben. Guck mal, die Moringa. Die verreckt, ah. Ganz trocken. Dabei ist es voll nass. Keine Ahnung. Ah, ja. Im Auftrag gegeben, 12 Schubkarren mit Gras soll er ausstechen, da hinten und hier hinbringen. Dann machen wir hier Grasfläche.
weil die Schildkröten sollen doch Gras fressen. Und wenn sie größer werden, werden sie diesen Raum bekommen für den Winter. Da werden Strahler gemacht. Das ist alles in Planung, weil der Mahmoud wird dann diesen Raum für mich frei machen. Wir werden so ganz, ihr kennt ja diese dicken Folien, durch so klare Durchsicht, also das tun wir dann zumachen, dass es, wie soll man sagen, so ein Schutz ist, dass der Raum wärmer ist. Und hier genauso, wenn so Klarsichtfolien drauf, dass da kein, bei den, unter draußen natürlich auch für nächsten Winter ist es geplant, für die Papagei, weil ich gesagt habe zu meinem Mann, wenn es noch kälter wird nächstes Jahr, dann müssen wir da was machen, die tun mir da leid bei 6 Grad. Ja, jetzt ist es so, dass dann hier das Schildkrötenhaus sein wird, also wenn sie sich aufwärmen wollen, müssen sie halt da durchhuschen, da werden wir noch aufmachen und dann kommt hier irgendwo hier, vielleicht hier rechts oder da hinten, ein Strahler hin, dass sie sich da drunter legen, aber der wird halt nur nachts angemacht oder wenn es halt kalt ist, tagsüber. Ja, alles feuerfest natürlich und ja, dann, wenn die halt größer sind, ne, ich denke mal so, nächstes Jahr fangen wir damit an, langsam sowas zu bauen, erstmal hier alles mit Gras voll machen, dass sie halt dann Selbstversorgung haben, die Schildkröten. Und dann mache ich noch eine Kräuterecke, die ich aber zumache. Und dann, ja, langsam. Hier wird der wieder grün, ich glaube, sieht ein bisschen grüner aus. Hat er mir einen Fressnapf geschissen, aber wie? Ah, ja, das sieht nicht gut aus, die müssen fester sein. Oder ist es noch mit Wasser, müssen wir schauen. Die essen zu viel Grün, die müssen mehr Heu fressen. Ich muss jetzt ein bisschen trocknen. Stroh. Ah, Maghreb. Ja, und was macht Mutti, wenn ihr langweilig ist? Knoblauch schälen. Die Kinder haben so schön gespielt, da wollte ich sie nicht stören, dann habe ich es geschält. Das normalerweise, die Kinder machen das gerne. Hier, Chibo Gold, ist mein Lieblingskaffee. Einmal voll gemacht, 20 Riesenknollen geschält. Und in, das könnt ihr auch machen, das ist total einfach. Knoblauch schälen, Salz, Öl in Mixer, zack, hat man den Brei. Und das kommt dann bei mir in die Gefriertruhe im Kühlschrank oben und es hält im Außenfach, ne? Ja, das Glas springt nicht, es bleibt kühl, es bleibt gelb, also wenn es im Kühlschrank haltet, geht es kaputt, dann wird das Ganze dunkel. Ja, und es waren solche Hoshis, solche riesen Knoblauchzehen. Ja, aber trotzdem saß ich 2 Stunden mit 20 Knollen. Ja, aber es hat sich gelohnt und es hält jetzt mal wieder ein paar Monate, inshallah. Und natürlich Entschuldigung, natürlich ist der Gärtner mal wieder nicht gekommen und der Schreiner auch nicht. Mal sehen, wann die kommen. Guten Morgen aus Deutschland. Wir haben heute sehr prüdes Wetter, genau. Trübes Wetter. Da ist schon gedeckt. Heute gibt es mehr Getrocknetes. Na, haben wir ja gestern gesehen. Man muss ja auch immer den Kot beobachten bei den Schildis. Wenn es zu weich wird, ist es zu frisch. Die brauchen auch mal wieder. Hier ist auch Stroh, aber na, ich habe jetzt mehr so heumäßig was gegeben. Schauen wir mal. Und die wunderschöne Penny. Schau mal. Ach, guck mal. Siehst du das Fluffige? Ist total weich. Ja. Ist aggressiv, richtig aggressiv. Und wie ihr an dem Holz erkennen könnt, der war natürlich gestern immer da. Die Kinder haben schon die Schildis runtergebracht. Die Hühner sind versorgt, Enten sind versorgt, Papagei, alles klar. Ne? Jetzt gehen wir noch Kräuter sammeln für die Schildis oben. Weil die dürfen viele Kräuter essen, da ist nicht so schlimm. Aber diese Schildkröten müssen mehr trocken essen. Bei denen ist es schlimm, wenn sie zu viel Grün fressen. Also es gibt da schon große Unterschiede. Na, wenn die Durchfall kriegen oder zu weichen Kot haben, Stuhlgang, dann ist es nicht so gut. Da muss man auch für die Feuchtigkeit aufpassen und. Sonst gibt es Pyramiding, ne, so Höcker auf dem Panzer. Wie er. Bitte? Sie tanzt. Manche, Hauptsache glücklich. Ja, Layun ist fern. Okay.
Ah, da wird ein Ei gelegt. Ja, wir haben jetzt jeden Tag, Alhamdulillah, Masha'Allah, 6 Eier. So. Ja, pass auf, dass du keine Ameisen in der Hand hast. Mhm. Ach, ich brauche noch eine Elbi, Habibi. Habibti. Guck mal. Diese Hibiskusblätter. Holst du mir eine Elbi? Eine Elbi. Eine Elbi. Ja, Imsak. Ja, bet, bas. Ja, bet, bas. Ist gut, Habibti. Hat die Wahrheit, du Bas. Ja, nos, nos. Schon habe ich die auch dick. Ist doch deine Schwester. Die mag nicht, dass jemand was hält. Ja, ma, Kullu Eisin im Hager. Und der Boris frisst mir mein Gras. Guten Morgen, Boris. Ja, miau, miau. Na? La, la, la. Shukran. Na, du. Tu mal schön fressen. Da habt ihr Katzengras, ne? Alles für Umme. Umme sonst. Ist eigentlich das Schildigras, Boris. Das kannst aber du nicht wissen, gell? Da sollen wir es reinmachen. Ja, ich habe kein anderes gefunden. Tut mir leid. Na gut, kein Problem. Machen wir. Schaut, Leute. Das sind jetzt, ich glaube, das sind keine Früchte, oder? Das sind die Seedpots. Da sind doch Samen. Ach so, nein, das sind die Früchte, weil in den Früchten ist ja der Samen. Logisch. Also sind das jetzt die kleinen Papayas. Logisch. Na gut. Interessant. Ja, und ich gebe jetzt auch die getrockneten Blätter, den kleinen Chilis und den großen Chilis, weil man kann ja Papayablätter auch essen. Warum soll ich die wegschmeißen, wenn die Schildkröten Vitamine davon haben können? Wir haben gerade mit den Kindern die Blätter gesammelt für die kleinen Schildkröten. Ja, gib alles. Wenn das trocknet, können sie es morgen noch essen. Was ist hier los? Bist fertig mit dem Legen? Da hinten. Ja, Buddy. Sawal Nur. Ach, bist fertig? Ist die andere wieder drin? Nee. Na gut. Aber eine Ente fehlt doch. Wo ist die? Hm. Ja? Henna, ja, Henna. Vor der Hochzeit wird eine Henna-Party gefeiert und dann tragen die Frauen so ein Tablett auf dem Kopf mit Feuer, mit so einer Kerze dran und dann tanzen sie um die Braut herum und singen Henna, ja, Henna. Hellebelle Klatoga. Mausik, nimm's ihr weg nicht oder spielt damit auf der Veranda. Roffel Veranda, bidi. Aywa, Halli, Henna, Achsan. Sach, sach, sach. Lass lieber hier, das geht noch kaputt. Ja. Genau. Nicht, dass die mir runterfliegt und dann Henna, ja, Henna. Dann haben wir Henna. Gell? Na, Mister. Jetzt tun wir dir das mal so hin. Papaya. So lieblos hingeschmissen. Die müssen auch ganz... Das sind Viecher hier, gell? Die müssen auch Sepia-Schalen fressen für den Panzer. Muss ich heute wieder kaufen. Ach, wir haben heute schon wieder... Na, im Winter muss man auch hier die Aloe Vera pflegen. Auch brauchen die Wasser. Sonst verdursten die. Und hier habe ich auch zu wenig gegossen. Ja, ist halt so, gell? Aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Bei denen. Und hier auch. Die war ja ganz purple. So lila. Die ist schon wieder grün geworden, die Aloe Vera. Und schießt auch hier nach. Also, da geht noch was. Hm, kann man dann auch irgendwann aus. Ich will ja hier, ne, wie ihr wisst, die Schildkröten lieben Aloe Vera und Feigenkaktus. Da werde ich mir auch eine Ecke machen mit diesen Sachen. Ja, hier kommen die kleinen Agaven. Leute, ich habe was gelesen. Agaven, die blühen nur einmal im Leben. Nach 50 Jahren und dann sterben sie nach der Blütezeit. Aber die bleibt einige Monate oder Wochen, die Blüte, und dann geht sie ein und die ganze Pflanze stirbt. Subhanallah, ist das toll, ha? Hier ist mir eine Agave eingegangen, faule Wurzeln. Da habe ich den abgeschnitten bis zum Herz, wo es noch weiß war, und den Stiel reingesteckt. Schauen wir mal, ob das wird wahrscheinlich nichts. Aber dieser Aloe Vera gefällt's. Die kommt nach.
Und die meisten Tinschuki, also die Feigenkakteen, die wir aus Hurghada haben, sehen so aus, die habe ich weg. Aber es ist natürlich nicht die Saison, zum die reinstecken. Das war die Wachstumsphase für die Feigenkakteen ist nicht jetzt, sondern im Sommer. Deshalb sehen die so aus. Aber wer bis zum Sommer überlebt, kann sich noch weiter produzieren. Schauen wir mal. Gut, das ist es jetzt. Alles erledigt. Jetzt gehen wir rein. Mal sehen, was uns heute erwartet. Wir leben ja immer wieder in den Tag hinein. Tiere versorgen und gucken, was der Tag bringt. 2, 4, 6. Gut. Ne? Heute ist es kalt, Leute. Deutsches Wetter. Was heißt kalt? Also ich friere nicht. Aber ein bisschen ist schon frisch. Es war 6 Grad heute Nacht, aber heute Morgen um 8 war es schon wieder 15 Grad. Das geht dann wieder, ne? Hey Coco. Hallo Coco. Ja. Und heute wird es nur 21 Grad. Habibti, Mimi. Mal wieder hinterher rennt. Ja, vergesst mich nicht. Jetzt zählen wir mal kurz die Eier durch. Die wollen raus, die Hühner, aber das machen wir nicht. Hanoi. Dann habe ich ja wieder Stress bei den Eiern. 2, 4, 6. Da hinten sind die 2 neuen, die haben neu gelegt. Seht ihr, die sind noch ganz sauber. 2, 4, 6, 8, 9. Hier ist auch ein neues Ei. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also, 23 haben wir jetzt Eier. Gestern waren es 23, aber da war ein Hühnerei dabei. Oder zwei. Nee, ein Hühner. Also ein Ei wurde nur gelegt. Komisch. Na gut. Das ist ein Wetterle, ha? Ach, hier wird es wieder blau. Aber da, es wird wahrscheinlich den ganzen Tag bewölkt sein. Leute. So. Das ist halt dann, wenn es keine Sonne hat, ist es gleich frisch doch. Aber gut, die futtern. Die haben Trockenfutter, die haben Nassfutter, Wasser. Und nachher geht der Baba zum Bersin, dann kriegt ihr noch Gemüse. Gell, Penny? Mausi, was machst du? Für dich hindösen. Ja. Theo Fipp. Ja. Mäuseli, Mäuseli. Ist ganz warm am Kopf. Jetzt gucken wir mal. Nein, jetzt, wenn man sie streichelt, will sie angreifen. Und da, die müssen erst Wärme abkriegen, dann fangen sie an zu fressen. Das wird noch. Marschi. Wollen wir kurz zeigen, ich bin ganz stolz hier, das wurzelt durch wie Harry. Gell? Also nur, das ist immer noch der erste. Ich weiß immer noch nicht, wo ich es hin tue. Ich mache halt mal jetzt ein paar Pflänzchen und irgendwann, ja, ich weiß, ihr sagt, ich soll die Blüte abnehmen, aber hey, das kommt sowieso, Leute. Guck mal, die Wurzel mit Blüte, alles gut. Nee, man muss nicht immer nach den Rezepten und Gesetzen gehen. Einfach mal machen und schauen, es geht doch anders. Alle Wege führen nach Rom, fast alle. Ne? So. Was machen die schon wieder? Schon wieder. Was war das? Was ist das? Eine Schnecke? Nee. Nein, ich wollte den Fuß malen, aber es ist ein Fuß. Die Farbe ist ein bisschen rausgegangen. Und die dreckigen Socken dazwischen. Können sie mal die Nase nehmen. Gott sei Dank haben wir keine Stinkefüße hier. Die sind ja immer barfuß, da kann ich keine Schweißfüße kriegen. So. Ah, und da? Da ist der Tisch schon gedeckt. Jetzt müssen wir noch Wasser bringen. Nö. Nee. Gut. Oh, Wäsche muss ich jetzt machen. Die fangen immer an, die machen jeden Tag. Wow, was Neues. Das ist aber schön. Ich habe auch hier in grün und hier in blau. Der Strich klebt. Sehr schön. Mashallah. Ich hatte die Jacke, war ich schon viel mehr rein. Bertral, es ist ja nicht kalt. Es ist richtig kalt. Ich habe diesen Pulli an, der wärmt mich. Ich habe zwar kalte Hände. Guck mal, hast du die Henna gemacht? Mhm. Ja, das sieht so schön aus, finde ich. Wer macht Brot gerade? Was? Das ist doch ein Teig. Das ist Donutteig. Donutteig von gestern? Ich habe heute Morgen wieder gemacht, aber ich glaube, jetzt bin ich warm gemacht. Okay, ich bringe jetzt erstmal den Müll weg. Okay. So. Oh, ich sag's euch, also jetzt ist der Winter heute da. Oh, was frisst du hier Schönes? Unseren Müll.
Boris. Ja, so ist das, Leute. Und die Babs. Hätte ja das gedacht. Was ist das? Hä? Da ist doch eine. Das ist doch ein Federzeug. Ist wieder jemand gestorben von der Oma oder hat sie geschlachtet? Ist der Onkel Ahmed gekommen? Ist der Onkel Ahmed gekommen? Die haben gestern gesagt, er soll kommen. Die haben schon seine Galabea zum Makwa, zum Bügeln gebracht. Zieht euch mal die Jacken an, Leute. Also wirklich voll kalt. Nicht erschrecken, Leute. Das bin nur ich. Voll kalt. Schau, also kommt der Koriander hier. Ich habe ausgesät Basilikum und der Koriander kommt. Das ist ein Wunder. Ha? Also die Schwiegermutter hat einen Huhn geschlachtet, weil sie Halsschmerzen hat. Mahmoud ist bei der Post, der hat da was zu tun. Die hält ihr die Haare, damit sie sich machen kann. Ich bin heute ein Einhorn. Ein Einhorn, na gut. Ja, ich habe das Horn bekommen und das Ohr. Ich suche jetzt eine Schubkarre, weil ich will zum Bersim gehen. Ich will jetzt, bis die Typen das machen, verstehe ich? Wir haben schon in Auftrag gegeben, Gras ausstechen für die... fürs Schildkrötengehege, aber es macht ja keiner. Und das ist körperliche Arbeit, da wird mir warm. Dann mache ich das mal. Der Gärtner, hör mal auf. Das sind Sachen, du. Ich hasse das. Leute, ich glaube, wenn ihr... Oh, das ist eine gute Schubkarre, die nehme ich. Ja, die nehme ich jetzt. Und wenn ihr hier lebt, man kann einfach immer nur... Leck mich, die Leck mich Einstellung muss man hier haben, weil alles andere macht einen irre. Kirre, irre. Dann kommt er halt nicht. Und wenn du mal was fertig machen werden willst, kannst du lang warten. Was ist hier los? Na, seid ihr schon am Futtern? Sehr gut. Trotz der Kälte, gell? Jetzt haben wir wahrscheinlich noch einen Monat kalt und dann kommt's wieder. Malisch. Ja, jetzt bin ich allein am Feld, hab schon angefangen mit der Torreya. Ja, mal. Und stech mir da. Guck. So geht es. Einfach ausstechen und dann lege ich es am Boden, gieße es, es wächst an und fertig. Und da braucht man dafür halt, ich fange jetzt mal an mit einer Schubkarre. Na, aber ich brauche so 12 Schubkarren rum. Gucken wir mal, wer mir das bringt. So, Maulwurflöcher überall, wo man sieht, bis vor war ich. Ja, ganz schön stressig, aber ich gehe jetzt heim, mir langt eine Schubkarre und das werde ich jetzt gleich ansortieren. Löwenzahn, Breitwegerich, hohes Gras, also alles ist dabei hier. Und auch Sauerampfer, wir werden sehen. Jetzt kommt der Kerle, der das eigentlich machen sollte. Mission erledigt, eine Schubkarre. Sieht doch gut aus und gleich angegossen. Ja, natürlich erst mit so einem Rechen den Boden ein bisschen aufgerubbelt, das drauf ein bisschen angedrückt, aber nicht viel. Und durch das Wasser geht das, die Erde auch nochmal verbindet sich zusammen. Ja, und wenn jetzt hier davon 50% stirbt, kommt aber da, inshallah, die anderen 50% kommen dann. Weil Gras, ne, manche Pflanzen mögen ja nicht umgesetzt werden, wie Löwenzahn zum Beispiel. Aber hier habe ich die Löwenzahn, die Samen vielleicht, irgendwann wächst es hier auch. Nee, also wenn ich jetzt so 10, 12, ne, ich will hier alles grün haben, kompletto. Natürlich, wenn die Hühner hier rüber hüpfen, dann ist es ein bisschen blöd. Aber, ne, und da nicht, ich glaube, da lasse ich so schottermäßig, die sollen ja auch was zum Krallen abwetzen haben, na, Steine und dann hier Gras, dann können sie fressen, wie sie wollen. Ja, und das reicht dann erstmal für die nächsten, ich würde mal sagen, 3 Jahre als Selbstversorgung, weil dann muss ich mir auch keine Gedanken machen, so viel, also muss ich halt immer nur gucken, dass ich Luzernklee trockne für die. Die Steine, es gefallen mir natürlich dann nicht, das haben wir blöd hergebracht. Das weiß ich nicht, wo ich die wieder hinmache. Wahrscheinlich in die Ecke da vorne hin. Das muss da weg. Und der Gärtner war noch nicht da. Der muss den Baum hier noch einpflanzen. Ja, dann haben wir nämlich hier auch Schatten und Sichtschutz. Und ja, vielleicht mache ich hier auch noch Gras, aber ich glaube nicht wegen der Rebe. Mal sehen, mal sehen. Wir gucken mal. Aber sieht doch jetzt schön aus in dem Drecksloch hier. Ja, muss man mal ein bisschen wieder... verändern, ne? Wie oft schminke ich hier meinen Garten? Mal so geschminkt. Erst war es der Kakteentümpel, dann war es hier, nee, erst war es der Dreckstall, dann Blumenwiese, dann Kakteenwiese, dann wieder Blumen.
Und dann Dreckstall und jetzt sind wir beim Schildkrötengehege. Ach so, und davor war hier die Taubenburg gestanden. Ja, die Deutsche, gell, die weiß nicht, was sie will. Immer macht sie rum und nichts ist fertig. Ja, die Pläne ändern sich, die Hobbys ändern sich und die Interessen ändern sich. Hier kann ich wieder ausmachen, die Tonne ist voll. Und solange man beschäftigt ist und immer ein Ziel hat und was verändern kann und Platz hat zum Verändern, warum denn nicht? Man muss doch nicht immer alles für immer alles fertig haben. Man kann es auch immer wieder umplanen und neu gestalten fürs Herzle, gell? Dass man sich freut. Guck mal, wie ist sie da? Oh, dein Mann, hä? Ja. Was war das? Das war so, dass du baden willst. Soll ich dir Wasser machen? Mäuseli. Wo ist die andere? Die ist da hinten. Die Hühner wollen raus, aber das machen wir nicht. Nein. Ups, wo ist das Ei? Ja, das Ei habe ich da rüber getan, weil die Henriette hat wild gelegt. Die musste schnell in den Stall. Na, und ihr, alles gut? Okay, also Leute, jetzt geht die Mama rein. Genug gearbeitet. Mahmut geht wieder zum Feld. Oder soll ich nochmal gehen und noch eine Schubkarre machen? Nee, kein Bock. Hanoi. Wobei, doch, ich gehe mit meinem Mann nochmal. Warum nicht? Aber ich mache keine Schubkarre, ich mache einen Kinderwagen voll. Nee, wir haben ja nur eine Schubkarre. Gucken wir mal, was mein Mann sagt, ob ich mitgehe oder nicht. Aber hey, das sieht doch gut aus. Und wenn wir hier alles grün haben, super Sache. Ja, jetzt gucken wir mal. Ach so, der Mann hat gesagt, ich habe ihm gesagt, hey, der Amu Sabri, der Mann, ne? Das ist einer unserer Verwandten hier. Der hat gesagt, sobald das Wasser aufhört, ne, das ist jetzt wieder die der Wassergraben, ich will ja voller Wasser, dann wird er für mich das machen. Also so in 2 Tagen, sagt er, aber bei dem Wetter kann ich 4-5 Tage rechnen, trocknet es. Ja, gucken wir mal. Gut, jetzt gehe ich mal zu meinem Mann, der ist wieder da. Guck, hier habe ich auch so grüne Oasen. Ja, die lassen wir, aber das soll alles grün werden, dass es schön aussieht. Dann will ich mir irgendwann noch so einen Grastrimmer holen aus Deutschland. Dann kann man das dann hier vorne säubern. Schauen wir mal. Mausi hat gerade, und der Jonas, da ist der Sheikh Sayed da, die kriegen gerade Koranunterricht, Kitab, hier in dem Zimmerle. So sieht's aus. Ja, meine Lieben, wer sich bewegt, dem wird auch warm. Jetzt gehe ich die 2. Runde, weil mein Mann ist jetzt auf dem Feld und dann können wir zusammen ein bisschen arbeiten. Also den Rest seht ihr dann, ja, morgen bis die Tage, Masche Lema. Bye, bye. So, jetzt habe ich die Kinder getroffen. Das ist das Perfekteste, das Einhorn. Ja. Da ist es. Na, alle Kinder hier, eine Runde. Chicky, chicky, chick. Yalla, gehen wir zum Feld. Also bis morgen, Leute. Boy. Hey, Koko. Ja, Koko. Habibti. Also, wir arbeiten. Jetzt haben wir schon angefangen. Mama klopft es. Und dann wird es Nafisi nehmen. Sie gibt es das so und es gibt immer wieder weiter, wie eine Kette. Und dann geht es dort in die Schubkarre. Da, Nafisi gibt es so. So gibt es. Die möchte es nicht gerne abgeben, aber... Ja, und die sagen, Shani, weil die sind jetzt traurig, weil die es nicht gegeben hat. Aber die ist klein. Hatte. Das soll ich mal in Deutschland machen, irgendwo auf der Wiese. Da kommen sie gleich, was machen sie da? Das ist aber nicht erlaubt. Das ist so süß, wie sie das immer voneinander nehmen. Und die sitzt da, die tanzt den Walzer-Tanz selbst. Wer tanzt Walzer? Die tanzt, die Zeyna. Ich komme mal kurz und zeig die Schubkarre. Guck, dass du die Frau nicht filmst. Ja. So. Da. Die Schubkarre ist voll. Naja, fast voll, aber sehr viel. Halt hin, aber du hältst halt vor dir. Die rennen.
Ein Riesenwurst. Darf ich mal abbeißen? Mit den dreckigen Händen. Ha, ja gut. Darf ich mal? Also ich beiß da mal ab auf die, von der Wurst. Die schmeckt mir gar nicht. Die ist so trocken. Aber gut. Wenn sie schmecken. Bekomm, gell? Jetzt nehmen die näher. Ja. So. Oder guck. So. Nein, ich mache. Nein. Guck, hat er, hat er, hat er. So, verlass, Leute, seht ihr mal, Arbeitsteilung, das ist die Beste, das Beste. Wow. Verlass, jetzt sagen wir nochmal. Das ist immer. Manche immer. Boi, boi. Also. Hühner fressen, Enten fressen, alles voll. Gell? Und da könnt ihr nochmal kurz sehen, hier trockne ich für die Schildkröten. Und das ist das Ergebnis. Nass gemacht, draufgetreten, drum gedappt. Ja, ich habe nur zwei gemacht. Drei war mir zu viel. Jetzt gehe ich rein. Also, die Sonne scheint. Jetzt ist wieder wärmer. Ne? Alhamdulillah.